Nee, da habe ich das Feld dann auch wieder beendet. Oh, uff, Leute. Muh, genau. Hm, soll ich das hier enden lassen? Nee, ich lasse das hier um die Ecke fahren. Fahren. Ich lasse den Fluss fahren. Ich lasse einen fahren. Hallo, da bin ich wieder zurück mit einem kleinen Angezockt-Video. Ich habe heute ein richtig süßes, entspanntes Spiel für euch. Ich habe das schon super lange auf dem Schirm, aber irgendwie war mir das immer zu teuer. Ich wusste nicht so genau, ob sich das lohnt. Ich habe es jetzt im Angebot gekauft. Das hat 8,60 Euro gekostet. Soweit ich weiß, gibt es das, glaube ich, nur auf dem PC. Und es ist so ein Zwischending zwischen, ja, Entspannung, Puzzlespiel. Man hat auch so ein paar kleine Challenges, die man bestehen kann. Muss man prinzipiell aber nicht. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob es unterschiedliche Modi gibt, die man hier spielen kann. Soweit ich aber weiß, es kann sein, dass es auch noch einen anderen Modus gibt, den ich nicht kenne. Ich habe nur gerade ein bisschen reingeschaut ins Tutorial. Ihr seht schon hier, wir haben einmal so eine, obala, so eine Startplatte. Das ist unser erstes Puzzleteil quasi. Das ist einfach nur Wiese. Hat ja 6 Seiten, also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und das, was ich jetzt hier so an der Maus aushängen habe. Das ist das nächste Puzzleteil, was wir hier anbauen müssen. Oh, ich sehe gerade, ihr seht meinen Mauszeiger nicht, was? Ah, da ist mein Mauszeiger. Perfekt. Genau, also wir sehen hier, dieses Kärtchen ist das nächste, was kommt. Wir sehen auch mal schon das, was danach uns angeboten wird und das dritte sogar auch. Insgesamt haben wir jetzt aktuell 40 Plättchen. Das heißt, es muss schon gut gelegt werden, weil wir können mit diesen 40 Plättchen natürlich nicht ganz so viel erreichen. Es geht also darum, dass wir möglichst viele Plättchen immer wieder dazu bekommen, damit wir quasi ein riesiges, unendliches Bild aufbauen können. Das heißt, man muss sich richtig anstrengen und immer gucken, was passt gut zusammen. Es gibt zum Beispiel diese perfekten Plättchen, also das hier, ne, könnte ich jetzt hier so ranbauen. Wir sehen auch zwischen diesen beiden, da ist so eine weiße Linie. Wenn ich das jetzt so machen würde, sieht man, da ist eine rote Linie und zusätzlich ist auch noch dieses kleine Bäumchen durchgestrichen. Das wäre nämlich schon mal die erste Challenge, einen großen Wald zu bauen. Und wenn ich das jetzt hier oben hinsetze, haben wir nach oben ganz viel Platz. Ich mache das jetzt einfach mal. Plopp, da tauchen jetzt die nächsten Plättchen auf, die man hier oben weiterbauen kann. Und da ist es natürlich das Ziel, dass wir einen schönen großen Wald bauen. Oh, ich glaube, das hat auch schon wieder eine Aufgabe, ne? Hier brauchen wir nur 5 Plättchen mit Wald. Also 5 Kanten heißt das immer. Ich kann das Plättchen natürlich auch drehen. Und theoretisch könnte ich es auch nutzen, die beiden hier zusammenzunehmen. Wobei ich mich gerade wundere, warum steht denn da jetzt plus 1? Hä? Ach so, weil ich glaube, das sind schon ziemlich viele Bäume. Das sind nicht die Kanten. Okay, jetzt verstehe ich es. Weil hier bei dieser mittleren Karte, da stehen ja schon 1, 2, 3, 4 Bäume. Kann man ja direkt nachzählen. So, ich kann auch ein bisschen näher rangehen. Hier, das sind ja 4 gemalte Bäume. Und das hier müssen ja dann quasi die Differenz sein. Also zu 22. Das heißt, es müssten insgesamt wahrscheinlich minus 5, also 17 Bäume müssten da draufstehen. Kann man jetzt nachzählen, muss ich aber, glaube ich, nicht machen. Und ich glaube, es müssen auch nicht genau 22 sein, sondern ich glaube, es dürfen auch mehr sein. Also ich baue das jetzt einfach mal hier so dran, weil da haben wir direkt 2 auf einmal erfüllt und das ist natürlich super. Ah, jetzt kommt hier so ein Teil. Da weiß ich noch nicht so genau, was ich von halten soll. Ich glaube, das ist schwierig, weil diese Wasserteile, die haben halt irgendwie so kein richtiges Ende. Also irgendwas war mit diesen Wasserteilen. Ich weiß noch nicht genau, wo jetzt die Problematik liegt. Wir werden das wahrscheinlich noch rausfinden und ich werde mich wahrscheinlich noch ärgern. Okay, gucken wir mal. Ich baue das mal so ein bisschen in diese Richtung. Jetzt kommt schon das nächste Problemteil. Das ist nämlich ein Ende. Hier, das da ist ein Ende von einer Eisenbahnlinie. Und ich glaube, das ist auch problematisch. Ah, okay, wenn wir jetzt ganz schlau wären, könnten wir natürlich hier schon auf dieser Seite gucken, was kommt denn da hinten. Da sehe ich auch schon wieder irgend so ein Wasserding mit ganz viel anderem Zeug dran. Wird also schwierig. Vielleicht tue ich jetzt dieses andere Komplizierte nicht unbedingt daneben. Vielleicht bauen wir das eher hier hinten so hin. Ich habe jetzt nicht so krass viele Möglichkeiten. Doch, ich könnte es ja auch hier oben hinbauen. Hm, dann mache ich das doch vielleicht dorthin. Man muss natürlich nicht alles total super toll passend machen, sondern man kann es ja auch so machen, dass es einfach nur hübsch aussieht. Ja, das ist ja auch immer, ne, so, wie man halt möchte. Wenn man sich gerade so ein bisschen beim Puzzeln entspannen will, kann man das auch so machen. Das könnte jetzt vielleicht gefährlich werden. Oh no, ich hab's gewusst. Ja, das hier kann ich jetzt natürlich da nicht mehr unterbringen. Ich habe da nicht so gut hingeguckt gerade. Oder ich muss vielleicht eine neue Linie, eine neue Bahnlinie noch starten. Ah, da muss ich mal gucken, ob ich das noch irgendwie retten kann. So, hier können wir einen Fluss anbauen. Würde sogar auch noch passen. Hier drüben würde es auch passen. Dann würde der sich eher so nach links hinweg entwickeln. Und ich glaube, das mache ich sogar auch. So, weil hier kommt nämlich direkt schon das... Ach nee, kommt gar nicht. Ach so, das ist das andere Teil hier. Können wir die nicht einfach beenden? Dann ist sie schon weg. Nein, ich glaube, das ist vielleicht nicht ganz so schlau. Aber ich muss ja irgendwo anbauen. Und ich habe gar nicht so große Möglichkeiten. Ich könnte es halt hier machen. Was aber vielleicht auch nicht so gut ist. Oder ich glaube am ehesten noch so, weil wenn ich jetzt mir die anderen Bahnschienen da angucke, muss ich irgendwie da wegkommen. Ich habe gar nicht so eine andere Möglichkeit. Das hier sind übrigens Felder, ne? Dieses Gelbe hier. Das sind Felder.
aus den kleinen Häuschen machen wir irgendwann eine schöne, fette Stadt hoffentlich. Ja, das war mein Gedanke. Ich muss diese komischen Bahnschienen irgendwo hinkriegen. Und ich will jetzt nicht mit dem Fluss irgendwie so verknüpfen. Deswegen werde ich die, glaube ich, in diese Richtung so lenken. Ich bin wirklich unerfahren, Leute. Ich habe gar keine Ahnung. Was soll das denn? Ach so, füge mindestens ein Wassersegment hinzu, um die Quest zu erfüllen. Ja, wie denn? Ich habe doch gar kein Wasser bekommen. Was wollen die denn von mir? Hier habe ich jetzt auch nicht mehr so viele Möglichkeiten. Ich könnte halt hier anbauen oder da zum Beispiel. Da haben wir überall diese hübschen weißen Linien, weil das passt natürlich sehr gut. Das ist halt einfach nur eine schöne Wiese. Ich glaube, machen wir jetzt einfach mal. Und man kann halt echt gut drauf achten, wenn man nämlich so ein Stück zum Beispiel in der Mitte hat und hat außenrum 6 Puzzleteile, die alle perfekt passen. Also jedes angrenzende Plättchen passt perfekt. Dann bekommt man, wie viel bekommt man denn dann? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, man bekommt nur eins. Ein neues. Und wie viele Plättchen man bekommt, wenn man das hier erfüllt, weiß ich nicht. Das muss ich auch erstmal rausfinden. Also hier 5. Das könnten wir vielleicht hier irgendwie so dran bauen, weil hier ist ja auch ein bisschen Wald. Dann hätten wir hier, ich wollte gerade drauf zeigen, das geht ja gar nicht, seht ihr ja gar nicht meinen Finger. Dann hätten wir Wald, Wald, Haus, Wiese, was hier oben hin dann kommt. Das wird dann schon sehr knifflig irgendwann. Das wird sehr speziell. Aber es ist natürlich der große Anreiz, das irgendwie so hinzukriegen, dass es dann zusammenpasst. Oh, warte mal. Nein, das passt ja nicht. So, nee, so würde es auch nicht passen. Das ist rot. Wir brauchen hier eigentlich ein Stückchen Wiese. Okay, also das wird nichts hier. Oder ich versuche da oben auch noch was ranzubauen, weil dann hätten wir ja hier das schon erfüllt. So, dann, nee, passt auch nicht, ne? Da ist Wald. So würde es passen. Oder halt doch hier unten. Hier muss man schon immer gut nachdenken, wenn man es gut machen will. Ich teste einfach mal nach da oben, ob das funktioniert. So, dann haben wir hier nochmal ein paar Felder. Es wäre natürlich gut, wenn man hier vielleicht die Aufgabe erfüllen könnte. Ich mache mal hier so ein paar Mischfelder hin. Oh, da ist ja ein Haus mit bei. Ups, das habe ich ja gar nicht gesehen gerade. Das war natürlich nicht so schlau. Kann ich das denn noch irgendwie hier wieder retten? Nee, da passt das rechte Ding hier nicht. Und unten passt es genauso wenig. Das würde natürlich passen, aber dann haben wir uns unten diese Bahnschiene kaputt gemacht, weil das an ein Haus grenzt. Grübel, Grübel. Hier passt es auch nicht, weil hier haben wir natürlich unten das Stückchen Wald. Und hier ist leider kein Wald und da ist ein Haus. Passt auch nicht. Okay, das ist natürlich doof. Also man kann halt irgendwie immer noch gucken, dass man so ein bisschen seine Arme nach außen streckt, sage ich jetzt mal vorsichtig. Aber ob es dann besser klappt? I don't know. Das funktioniert auch nicht so ganz. Vor allem müssen wir bedenken, ist das hier ein, ist das ein Feld für Felder? Ja, doch, das, dieses gelbe Zeichen bedeutet, glaube ich, immer Felder zusammenfügen. Aber wenn ich die Felder mit Feldern zusammenfüge, dann bekomme ich ja gleich mehrere Aufgaben auf einmal, oder? Das ist natürlich auch nicht schlecht. Wenn ich das jetzt hier beende, habe ich nur auf der anderen Seite noch eine Möglichkeit. Tja, das ist jetzt eine gute Frage. So rum oder so rum? Ich glaube, ich nehme mal das hier. Dann fehlt jetzt nur noch eins. Das müsste man dann hier dran machen. Aber warum fehlen denn da 2? Ich bin leicht verwirrt. Ach so, weil das natürlich unterschiedliche Quests sind. Ja, ich verstehe, ich verstehe. Oh, hier haben wir was mit Wasser und einer Eisenbahnlinie. Eieieiei. Würde das vielleicht gut... Oh, das passt ja. Das passt hier auf der rechten Seite und hier nach oben passt das auch. Und unten, das ist aber ein bisschen schwierig. Wie kriegen wir denn dann die Bahnschiene darum? Dann müssten wir auch wieder so eine Biegung haben irgendwie. Sollen wir mal mutig sein und das mal versuchen? Ich weiß noch nicht so recht, ob das schlau ist oder nicht. Oder halt hier. Ich glaube, ich... Was ist denn das hier eigentlich mit diesem See? Was passiert, wenn ich hier so einen See habe? Ach so, das passt automatisch. Das ist ja eigentlich nur so eine Wasserkarte. Das heißt, ich könnte das einfach da dran klatschen. Na, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das anders gemacht, glaube ich. Oh. Das sieht schön aus. Das könnte man machen, weil es hübsch aussieht. Aber ich würde natürlich lieber das hier machen, weil es gut passt. Hier kommt dann so ein schöner großer See. Den bauen wir uns. Und hier haben wir auch gleich wieder 2 Quests. Ach du Schreck, was habe ich denn da an der Maus hängen? Nein, das will ich... Oh mein Gott, ist das schwierig. Da haben wir ja überall Gleise. Na gut, dann geht halt da ein Bahnhof los und wir fahren halt irgendwo in die Stadt damit. Ist mir egal. Ja, ist natürlich doof, dass die Stadt jetzt da oben hinkommt. Dann fahren wir offenbar nicht in diese Stadt, sondern in eine andere. Aber hier ist ja auch noch ein Stückchen Bahnhof. Oh, da ist ja auch noch ein Stückchen Bahnhof. Oh, das habe ich ja ganz übersehen. Mann, ey, hier muss man echt immer gut hingucken. Das kriegen wir leider nicht hin. Hier passen 2 Teile und der Rest hier passt nicht. Nee, das wird wohl nichts. Da würde sogar die Wiese drüben passen, aber auch nicht ganz so gut. Dann baue ich doch lieber erstmal wieder nach oben weiter. Das wird wohl kein perfektes Teil. Ich hätte so gerne mal ein perfektes Teil. Das würde ich euch gerne mal zeigen. Das könnte man jetzt hier abschließen. Ist aber natürlich doof, weil wir die 2. Quest dann nicht mehr erfüllen können. Also die hier oben. Ne? Da steht ja, ich brauche dann noch 2. Und dann hätten wir... Ach doch, hier würde ja noch 1 hinpassen. Ah, na nü, na na. Ja, aber dann hätte ich hier halt wieder was Falsches. Das ist auch nicht gut. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh nein, und das passt hier nicht. Ich kann jetzt nur entweder das hier nehmen. Oder kann ich vielleicht oben an meiner Stadt noch was anlegen. Oh, das passt ja doch. Okay, weil da unten ein Stückchen Wiese ist. Aber wir haben ein großes Problem, weil hier ist ja eine Bahnschiene.
Also das, ich glaube nicht, dass wir da dann noch eine Bahnschiene lang kriegen. Ich glaube, das wird wahrscheinlich eher problematisch. Uff. Oder kann man das irgendwie so umdrehen? So, in die Richtung? Oder halt hier unten. Dann hat man hier quasi das eine Feld so abgeschlossen. Ja, ich glaube so. Ah, super, hier kommt wieder ein Stückchen See. Kann ich das hier vielleicht... Nein, kann ich nicht, okay. Da ist natürlich ein Stückchen Stadt und ein paar Bäume, die dann im Weg sind. Ah, jetzt fehlen uns diese perfekten Teile. Das wird kompliziert, Leute. Ich sag's euch. Es wird kompliziert. Da haben wir dann noch einen Flussteil da rechts, sehe ich schon gerade. Jetzt könnte ich aber auch eigentlich so oder so anlegen, je nachdem, wie ich will. Ich weiß nicht, was schlauer ist. Ich versuche mal, das so zu machen. Ich glaube, das war dumm. Ich sehe gerade, dass ich ja hier zwei hätte machen können. Ah! Kann ich rückgängig machen? Oh, ich kann rückgängig machen, Leute. Dann versuche ich es mal so. Ich will mal gucken, weil das sind ja zwei angrenzende... Oh no, aber das geht ja ins Nichts. Stopp, rückgängig! Das war auch nicht so gut. Aber hier könnte ich das nehmen, hier oben. Na gut, egal, dann lasse ich das jetzt doch erstmal so. Ja, 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 ihr seht, es wird kompliziert. Das ist aber auch schwierig. Hier vielleicht, da oben, da habe ich ein Stückchen Haus. Ja, guck mal, das wäre die nächste. Das ist die... Gott, da brauche ich vier Dinger. Das geht da geht der Weg raus aus der Stadt. Ja, ihr bitte steinigt mich nicht, weil ich bin ja wirklich noch extrem am Rumprobieren. Und ich habe echt so gar keine Erfahrung. Wir könnten ja das machen. Da haben wir so ein kleines süßes Inselchen in der Mitte. Die Quest haben wir leider schon erfüllt. Deswegen bringt uns das nicht so viel. Oh, aber da kommt schon direkt die nächste. Und da können wir die Felder nutzen, die wir vorher schon hatten. Dann machen wir hier so ein richtig hübsches Seengebiet. Das ist doch auch toll. Ja, guck mal. Das wird schön. Oh, und das ist wieder hier so ein Endbahnhof. Ja, das darf ich natürlich nicht machen, weil dann kann ich ja die Quest nicht mehr erfüllen, weil das ist wieder ein Endstück. Aber irgendeinen müssen wir jetzt hier enden lassen. Oder aber wir... Nee, das geht nicht. Wenn ich das hier so rumdrehe... Hä, wieso kann ich das gar nicht so drehen? Das geht gar nicht? Der lässt mich das nicht machen? Hä? So, das könnte ich machen. Dann hätten wir hier noch ein Endstück und hätten die Quest oben immer noch nicht erfüllt. Ah ja, stimmt, da fehlt ja noch ein Ding, ne? Ah! Oder aber wir legen uns darauf fest, dass wir hier was einfach aufhören lassen. Dann sind wir aber relativ... Oh, oder da. Dann sind wir relativ festgefahren, ne? Ich versuch's mal vielleicht hier. Das könnte ja auch ein Ende sein, weil sonst, wo soll denn das hier noch weitergehen? Das ist, glaube ich, auch ganz gut. Oh mein Gott, wir haben ein krasses Waldstück. Nein! Jetzt kann ich das nur nach da oben tun. Ah! Oder hier. Nein, stopp, stopp, stopp. Ach ja, nein, da ist ja eine... da ist ja eine Schiene. Na, das geht auch nicht. Hier geht es auch nicht. Das ist aber jetzt ein bisschen... Oh, das ist heavy. Also, wenn ich mir hier nichts verbauen will, muss ich ja das nehmen. Hier hätte ich es dann sonst komplett fertig, aber ich hätte mir mein Kärtchen kaputt gemacht. Also, die angrenzenden. Und zwar nicht nur eins, sondern direkt eins, zwei und drei, weil die halt alle nicht übereinstimmen. Ich glaube, das wäre nicht so schlau, wenn ich das mache. Ja, ich beiß mal in den sauren Apfel und mach mal hier. Jetzt habe ich so einen richtigen Löcherteppich. Schön finde ich es nicht, aber was soll ich tun? Irgendwas muss ich ja tun. Oh, da kommt wieder so ein... Oh, Mann, was ist denn das hier für viel... Also, so viele Seen. Oh! Okay, das geht tatsächlich nicht. Hier kann man es nicht abschließen, weil hier ist es rot, die Linie. Oh, es geht nur zu einer Wiese. Okay, also an der Wiese kann man es so abschließen, aber nicht, wenn da eine Stadt ist oder wenn da Bäume sind. Und wenn das hier ist, wahrscheinlich auch nicht. Na gut, dann ist das hier vielleicht nicht so gut. Dann entweder lassen wir den hier so um die Ecke gehen, den See. Würde das denn passen? Ich gucke gerade, ob das mit dem nächsten Teil hier passt, was wir kriegen. Oder hier. Ja, das ist natürlich easy. Ich würde gerne erstmal das andere probieren. Wir kriegen gleich eins mit so ganz viel Wasser dran. Das da. Das wird, genau. Das wird, glaube ich, hier gar nichts. Wie soll das denn gehen? Das wird nicht funktionieren, weil da unten ist so viel Feld. Und drehen kann ich es auch nicht. What? Ah. Ach so, ja klar, natürlich, das geht nicht. Das ist auch blöd. Das ist ganz blöd. Besonders, weil es dann hier so ein Problem gibt, ne? Doom. Ja, na super. Das vielleicht so. Ich mache jetzt erstmal so. Oh, und dann kommt das da. Oh, das würde gut passen. Aber vielleicht können wir das noch irgendwie anders nutzen. Nee? Oh, das geht ja auch. Ach, cool. Das geht ja, genau, das geht ja, weil man ja hier eine Wiese hat. Aber da geht es natürlich nicht, weil da ist ja ein Häuschen. Okay, das können wir vergessen. Da geht's gar nicht. Hier würde es gehen. Ich glaube, ich mache es einfach dort. Ja. Hä? Was habe ich denn jetzt gekriegt? Irgendwas ist passiert. Irgendwofür habe ich gerade irgendwas gekriegt. Oh, das hier wäre doch auch so ein perfektes Kärtchen, wenn das hier passen würde. Oh, da bräuchte ich nur noch ein Teil. Und das kriegen wir doch vielleicht auch hin. Vielleicht hier oben? Oh nein. Ah, das würde passen, aber das nicht. Was ist denn da oben? Ich sehe da gar nichts. Achso, nee, das ist ein Stück Wiese. Na, das heißt, es geht nicht. Oh, aber das würde vielleicht gehen. Das ist okay. Dann machen wir das hier. Was will denn der? Ach so, das ist vielleicht eine Stadt. Nee, das ist doch keine Stadt. Was will der Ding? Was braucht denn der? Ich weiß gar nicht, was der haben will. Ist das ein Stück Wiese oder so? Oh,
Oh, ach so, jetzt ist es erst erfüllt. Naja, wir müssen auf jeden Fall hier weitergehen, ne? Wenn der jetzt noch so viele braucht, dann ist es sonst problematisch. Ja, wir müssen, ich denke, wir... Oh nein, das geht gar nicht. Oh nein. Nee, das passt auch nicht. Verbauen wir uns jetzt eins? Machen wir das oder machen wir das nicht? Ich würde es ungern machen. Ich bin ehrlich, ich würde es ungern machen. Das passt auch nicht. Also müsste ich entweder so gehen und dann müssen wir wieder gucken, was dann am Ende dazu passt. Oh, oder vielleicht hier? Nee, das passt leider auch nicht zusammen. Oh, ich traue mich hier nicht ran, weil hier diese komischen Bahnschienen sind. Ich habe so Schiss, dass das hier nicht funktioniert. Hier hätte ich halt die Quest erfüllt. Aber halt auch ein falsches Kärtchen, weil hier ist ja dann wieder Ende. Hier ist ja eine rote Linie dazwischen. Ich bin lieber schlau und warte, als dass ich jetzt übereilt irgendwas tue. Okay? Dann müssen wir halt hier nochmal 10 anbauen. Ich hoffe, wir haben dann genug Karten und das war jetzt nicht zu doof. Aber wir üben ja noch, ne? Wir üben noch, wir haben keine Ahnung, was wir tun. Wie immer. Aha, oh, ah, nein. Oh, diese kleinen Bäumchen da rechts. Ah, nein, das ist nicht gut. Dann hätte ich mir meine schöne Wasserkarte ja kaputt gemacht. Weil die ist ja auch schon fast fertig, ne? Ah, okay, man sollte sich bei so einem Spiel nicht aufregen. Wir genießen die Schönheit der Natur. Die schöne Möglichkeit zu puzzeln. Und irgendwie regt es mich doch ein bisschen auf. Das ist natürlich ärgerlich. Ich bin einfach zu perfektionistisch. Das ist wirklich ein Problem hier bei dem Spiel. Das ist irgendwie ein schwieriges Kartenstück. Das ist ein schwieriges Teil. Können wir vielleicht den Fluss hier außen rumfahren lassen? Einen fahren lassen. Hihi. Ich versuche das einfach mal. Ich glaube, dass das hier auch schwierig wird, dieses Teil. Na, irgendwann habe ich dann die Früchte meiner Verbauung leider selbst zu tragen. Da muss ich gucken, wie ich damit umgehe. Mäh, genau, mäh. Ja, ich glaube, ich nehme es hier, weil das hier ist einfach zu einfach, dieses Teil. Da können wir eigentlich so viel rausreißen. Also das können wir echt gut retten. Ne? Mit sowas hier zum Beispiel, ist easy eigentlich, so ein Ding. Und dann würde ja nur noch das eine hier fehlen. Was machen wir denn hier? Vielleicht könnten wir hier den Wald ein bisschen erweitern, weil dann hätten wir auch schon wieder eine Aufgabe erfüllt. Und ich glaube, das ist auch ganz gut, wenn wir das hätten. Vor allem sehe ich auch schon das nächste Teil. Da wären wir doch bestimmt fertig mit... Was war ja das Teil? Och Mann, ich denke mal, da kommt ein anderes... Oh Mann, ich denke mal, da kommt noch so eins, aber es ist ja gar nicht so. Ich habe mich wieder vertan, ey. Ja, nee, damit wäre ich fertig. Aber stopp, das ist so ein Flussende, ne? Das ist gut. Das wäre gut. Wir könnten hier den Fluss enden lassen. Nein, nicht so. Nein, nicht so. Oh, auch so eigentlich nicht. Das sind schon zwei schlechte Stücke. Das ist nicht gut. Wie kann ich denn das hier enden lassen? Ah! Nee, das ist auch ganz schlecht. Da vielleicht irgendwie? Das wäre auch vielleicht in Ordnung. Oder würde das hier sogar schon hinpassen? Ach, guck mal, wie süß, wenn man das so dreht. Dann hat man so einen kleinen See. Och, ist das goldig. Mensch, das gefällt mir. Ach, ich würde so gerne auch mal einfach so bauen. Kommt drauf an, wie lange ich jetzt aufnehme. Vielleicht baue ich dann einfach nochmal so, wie ich es hübsch finde. Aber dann sehen wir auch, wie schnell wir wahrscheinlich fertig sind, wenn man einfach gar nicht drauf achtet. Also ich befürchte, wir sind dann sehr schnell fertig, leider. Guck mal eine an. Hier haben wir direkt zwei Quests erledigt, wenn ich das mache. Wo ist denn hier noch Wald? Da wäre auch Wald. Ja, dann machen wir das so. Oder, nee, Moment. So vielleicht sogar. Dann können wir nämlich in beide Richtungen noch, weil ich muss hier ja irgendwann mal anfangen zuzumachen, das Feld. Ah, oh, Leute, was soll denn das? Oh, warte mal, Leute, was soll denn das? Nein! Das hier, nee, ey, das kriege ich dann nicht hin, ne? Auchi. Habe ich nicht hier vielleicht? Das würde doch auch passen. Machen wir das. Oh Mann, hier fehlt nur noch eins. Oh, da ist das eine, was fehlt. Nein! Hier. Ja! Nein! Ah! Ah, aber es passen drei Stücke passen und das da unten passt nicht. Halleluja, ist das ärgerlich. Ich hätte es natürlich lieber passend. Ich sag's euch, jetzt lieber passend, aber es ist schon ein starkes Teil da. Was tun? Was tun? Passt hier vielleicht noch was anderes? Nein, das passt auch nicht. Ja, da sowieso nicht. Oh, ist ganz gefährlich. Da darf ich noch nicht mal anlegen, so blöd ist es. Ja, aber sonst gar nicht mal so gut, ne? Oder halt hier so direkt beenden. Dann kann man halt nicht mehr in die Richtung weiter. Könnte ich auch machen. Wird aber vielleicht schwierig mit dem Wasser. Aber wir mögen die Herausforderung. Deswegen, vielleicht sollten wir das einfach tun. Ja. Ich muss leider immer noch... Das ist so, in dem Spiel muss man halt immer gucken. Ich nehme jetzt einfach das da. Ja, ich weiß nicht, ob es gut war, aber ich habe auf jeden Fall was getan. Das ist gar nicht gut. Oh, das ist eigentlich relativ gut. Nur eine einzige Ecke passt nicht. Wollen wir das oder wollen wir das nicht? Oder wir legen es einfach so an, dass ich kein Problem habe. Weil so würde es auch passen. Und warten. Was ist denn nun? Was war das? Wieso habe ich was gekriegt? Ach so, das... Ah, ich habe den Wald gebaut. Deswegen. Nein, eine Schiene. Nein, eine Schiene. Ich will das nicht. Nein.
la, eine Schiene. Ja, hier oben müsste ich eigentlich weiterbauen. Oder aber ich biege hier unten mal ab, dass wir hier irgendwie raus... Oh, das wäre auch eine Idee, einfach hier unten die Schienen zu beenden. Wenn man sowas hier nochmal kriegt, dann hat man nochmal so einen Kreis und dann kann ich hier einfach die Schiene beenden. Das macht die zwar keinen Sinn, diese Schiene, aber ist mir egal. Nein, stopp! Oh, ich hätte es fast gebaut. Ach so, ich kann ja rückgängig machen. Nee, ich wollte es nicht bauen, weil hier sind ja die Häuser. Das ist ja gar nicht gut. Da müsste ich ja eher hier so bauen. Komm, einfach machen. Einfach machen. Ja, jetzt, das ist schwierig. Ich weiß das. Aber wir machen es, weil wir es können. Oh, nee, vom Ding her auch nicht gut. Uff, uff. Ja, hier sowieso nicht, weil hier ist ja eine Bahnschiene. Hier unten würde es hinpassen. Oh, okay, das könnten wir machen. Dann wird es vielleicht mit dem See ein bisschen kompliziert, aber ich finde, es passt eigentlich gerade. Oh je. Oh yay. Ich habe echt so die Bedenken, dass wir überhaupt irgendwas zusammenkriegen. Oh Gott, es ist so schwierig. Ich habe nicht gedacht, dass es so schwierig ist. Kann ich hier irgendwas reißen? Nee, ne? Also manchmal, ich glaube auch einfach, dass ich ganz vieles nicht sehe, wo halt einfach wirklich noch gut was möglich wäre. Ach, das wäre auch zu schön gewesen. Endlich mal hier ein so ein Stückchen voll bekommen. Haben wir überhaupt schon irgendein Stück? Nee, oder? Wir haben noch nicht ein einziges perfektes gekriegt. Alles nur Löcherteppich. Ärgerlich. Das passt leider auch nicht. Könnte ich das dahin tun? Nee, das wird zu schwer. Das wird zu schwer. Ich habe so ein komisches Miststück. Hier ist halt einfach alles drauf. Ein Miststück. Ein Miststück. Ein schweres Ding halt, Mann. So, hier. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Da das Ding dann mit Gleise. Nee. So am Rand würde es halt natürlich wieder hinpassen. Am Rand passt es immer hin irgendwie. Aber das dann zusammenkriegen, das ist schwer. Na komm, dann halt da. Oh, das ist wieder so ein kleines Stadtstück. Das passt. Leute, das passt. Das ist gut. Das passt direkt an vier Stellen. Ich glaube, besser kriegen wir es nicht. Das ist schon super. Ich nehme das jetzt einfach. Ich meine, eigentlich muss man wirklich immer alles durchgucken. Ne? Nicht, dass man dann wirklich das krasse Teil verpasst, was dann passt an irgendeiner wichtigen Stelle, wie hier oder da zum Beispiel. Aber hier, ich sehe schon, da kommt das Wasserteil. Das könnte gut werden. Hier könnten wir einfach nur so ein kleines Feld machen. Dann können wir das hier abschließen. Oder? Oder passt? Nee, passt nicht. Warum passt das denn hier nicht? Ach so, wegen dem Fluss. Nein. Ach, da habe ich es mir aber jetzt auch verbaut, ne? Ach, wie ärgerlich. Oh! Ah! Oh nee, das ist auch schwierig mit dem Fluss. Da werden wir, glaube ich, auch richtig Chaos kriegen hier am Ende. Weil da muss ich ja dann, oh nee, wie soll denn das funktionieren? Da hätte ich schon gerne ein Stück, wo am Ende dann auch Wiese ist, damit ich da so ein bisschen flexibel bin, wisst ihr? Also wenn ich hier so Wiese hätte, da unten, kann ich ja hier so ein Seeteil einfach dran bauen. In meinem Kopf funktioniert das, aber ich weiß nicht, ob es tatsächlich funktioniert. Oh nein, schon... Oh, nein, doch nicht. Drei Stücke? Puh, drei Stücke? Haben wir irgendwo so ein Dreierteil, wo ich hier so ein richtig breites Feld habe? Nicht so richtig, ne? Boah, ey. Krass. Ich guck mal nach Haus, Wald, Wald. Das wäre ja auch vielleicht gut. Also Haus in der Mitte und links und rechts Wald. Haben wir hier irgendwie sowas da? Nee, da auch nicht. Haus, Wald, Wald auch hier nicht. Tja, dann machen wir das halt hier so hin. So, jetzt kommt das wichtige Teil, das Wasserteil. Vielleicht können wir irgendwas abschließen. Oh no! Das wird ja richtig problematisch. Hier brauche ich ja auch noch so ein Feld. Gibt es das überhaupt? Ich glaube, ich habe gehört, dass es eigentlich alles gibt. Also es gibt jedes Teil, was man brauchen kann. Das gibt es. Man muss es halt nur kriegen und sehen. Und sich daran erinnern, dass man es hat. Das ist die andere große Problematik bei mir. Oh nee. Oh nee. Und hier ist es auch so schwierig zu stoppen. Hier habe ich nur ein Stückchen Fluss. Und dann Haus, Wald... Das ist egal, die Wiese, und das Wiesending ist auch egal eigentlich. Es ist so hart, es ist so hart. Hilfe! Aber wenn ich das hier so zusammensetze, dann... Moment, habe ich dann nicht schon ein... Nee, habe ich nicht, ne? Habe ich dann schon ein perfektes? Wenn ich das hier so zusammensetze? Hier hätte ich eins, aber das passt halt wieder nicht. Ah, 30 Punkte habe ich gekriegt. Man kann ja auch so ein Highscore quasi irgendwie kriegen. Oh, das ist gut da unten. Oh, ihr seht das gar nicht. Nein, ich muss ja immer darauf achten, dass ihr das auch sehen könnt, ne? Hier, das Teil ist gut. Hoffentlich habe ich da jetzt nicht zu viel kaputt gemacht, dass ihr das alles nicht gesehen habt. Oh, oder hier? Hier ist auch nicht schlecht, weil hier oben habe ich eine Quest. Oh, so, vielleicht nehme ich dann sogar hier oben das Teil. Ja, weil da bekomme ich ja dann auch wieder welche... Nein! Bekomme ich auch wieder welche dazu. Nein! Oh nein! Oh nee, ey, wie schwierig. Oh nee, oh nee. Ja, ich mache, glaube ich, hier das da oben dran, weil wir brauchen ja sowieso noch drei weitere Bahngleise. Also weg damit, irgendwo rechts raus aus dem Bild meinetwegen. Oh Gott, nein. Einfach nur ein bisschen, ein bisschen Häuser, ein bisschen Rasen. Oder hier?
Ah, doch nicht. Da oben, das stimmte nicht. Ich dachte schon, sah so perfekt aus, aber dann habe ich mich da leider doch geirrt. Ja, hier wären wir wieder irgendwo außen. Ich würde gerne so ein bisschen nach innen bauen, aber das klappt gerade so schlecht. Also ich muss wahrscheinlich das hier nehmen. Dann haben wir nämlich hier Haus, Wald, Wiese. Schlechte Idee. Das war eine ganz schlechte Idee. Gut, ich kann dann hier mit dem Fluss nicht mehr weg. Ich mache das lieber nicht. Ich habe zu große Bedenken, dass ich da nicht mehr wegkomme. So, dann lieber so. Was ist das denn für ein komisches Ding? Eieiei. Da ist ja ganz schön viel. Ja, das ist okay. Das hier wird zwar wahrscheinlich auch wieder schwierig, aber ich denke immer so, da kann ich mich ja dann später drum kümmern, ne? Drei. Ach so, das sind eigentlich 13. Sieht man hier, wenn man hier rechts rüber geht, ne? Das sind eigentlich 13 Teile, die man aneinander legen muss. Und wir haben halt schon voll viele. Also müsste ich das jetzt hier nur so machen zum Beispiel? Nee. Ja, das gehört noch nicht zusammen. Deswegen weiß das noch nicht. Das hier geht leider nicht, weil hier ist ein Stückchen Wald. Hier geht auch nicht. Da würde es funktionieren. Kann ich natürlich machen. Hier geht es halt ins Leere. Hier könnte es dann aber auch kompliziert werden. Traue mich irgendwie nicht. Ich traue mich nicht. Nein, ich glaube, ich baue lieber hier. Hier kann ich nicht so viel verkehrt machen. Oh, das ist jetzt ein gutes Stück Stadt. Das ist an allen drei Ecken mit Häuschen. In allen drei Ecken sollen Häuschen drin stecken. Oder halt eben nur an einer Ecke. Hier wäre es halt auch cool, aber leider passt das Teil da auf der linken Seite nicht. Da haben wir kein Feld. Kann ich hier sonst noch irgendwie was ändern? Es gibt übrigens auch unterschiedliche Biome, die man freischalten kann, je nachdem, wie viel man gespielt hat. Dann hat man, ich weiß nicht genau, wie die aussehen, weil, wie gesagt, ich habe halt noch nicht gespielt. Deswegen weiß ich es nicht. Aber dass halt die Hintergrundlandschaft auch anders aussieht. Dann hat man wahrscheinlich nicht solche Felder, sondern die sehen dann irgendwie anders aus. Oder es gibt sogar komplett andere Sachen, kann natürlich auch sein. Hier vielleicht, da vielleicht. Oh, da unten wäre ja auch sowas mit Feld. Das würde das nicht sogar gerade... Moment, stopp. Würde das da unten nicht sogar passen, was ich da jetzt gerade als nächstes sehe? Nee, das würde nicht passen. Nee, das bräuchte da eine Wiese. Nee, ich glaube, das ist zu viel Feld. Das ist, glaube ich, eher unwahrscheinlich, dass ich das finde. Oh, ach so, nein, das ist ja Wald. Ah, und das ist Wiese. Schon wieder verguckt. Kann ich auch nicht machen. Hier traue ich mich wieder nicht, wegen dieser komischen Gleise. Ich will die Gleise hier einfach nur beenden. Ich hoffe, dass ich da einfach nur so ein Endding bekomme. Das wäre echt toll, wenn ich das hinkriegen würde. Ja, dann machen wir halt hier noch ein bisschen Stadt. Ey, ich krieg's einfach nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Hilfe, Hilfe, Leute. Ah. Oha. Hä, das sind ja oben und unten auch Felder. Also quasi vier Ränder, wo ich überall Feld brauche. Wie soll ich denn das hinkriegen? Das geht ja gar nicht. Uffs. Nee, hier geht's auch nicht. Da sowieso nicht. Da kann ich ja entweder nur neu anfangen oder halt hier oben anlegen. Wie soll denn das sonst funktionieren? Wald und Feld. Oh, nee. Okay. Hat sich gezählt dazu? Jetzt kommt schon wieder so ein Teil. Ah, Mann! Oh Gott! Ja, da habe ich mir dann jetzt, hätte ich mir jetzt was kaputt gemacht, ne? Da hätte ich ein Stückchen Wald. Dann hätte ich aber rechts hier das nicht passend. Ja, weil, genau, weil, so, in die Richtung. Oh, wir haben wieder neue Karten gekriegt. Jetzt habe ich wieder 43. Jetzt habe ich so ein, oh, ich glaube, das könnte uns richtig helfen hier, dieses grüne, na, wieso geht denn das nicht? Hä, warum geht das nicht? Ich dachte, das, ach so, weil das kein See ist, ne? Nein, ich dachte, das wäre voll gut, weil man mit dem richtig viel abschließen kann. Ja, da hätte ich vielleicht vorher nochmal drüber nachdenken müssen. Ah, das ist natürlich nur, wenn man erst später drüber nachdenkt. Da bringt einem das nicht ganz so viel. Was wäre denn hier zum Beispiel? Dann habe ich auch nicht mehr die Möglichkeit, mit meinem Wasser hier lang zu gehen. Das ist vielleicht auch nicht so. Jetzt muss ich hier schon wieder irgendwo was anderes hinbauen. Ich bin mir sicher, dass es zig andere Möglichkeiten gibt und ich gerade einfach nur nicht richtig gut gucke. Ist leider auch schade, weil das so eine Verschwendung ist, das einfach nach außen zu bauen. Ist einfach schade. Aber man kann natürlich, auch wenn man schlau ist, sich so sagen, okay, ich mache hier, ihr seht schon fast wieder nicht, ich mache hier unten oder links in die Ecke oder so, einfach nur eine grüne Wiese. Und dann weiß man halt sofort, wenn man dieses grüne Plättchen kriegt, einfach, dass man so eine riesige Fläche baut und dann kriegt man halt immer diese perfekten Plättchen. Das ist eigentlich gar nicht so dumm, das zu tun. Ah, fürs nächste Mal vielleicht. Dieses Mal kriege ich das wohl nicht mehr hin. Ich hatte mir übrigens vorgenommen, hier bei dem Video nicht so viel zu schneiden. Mal gucken, ob es dieses Mal klappt. Ja, ich versuche ja immer noch vorzuarbeiten für meinen Urlaub. Ich will mir auf jeden Fall 2 Wochen am Stück frei nehmen, weil ich das so krass dringend brauche. Ich bin echt immer im Januar so fertig, dass ich da einfach nur noch frei haben muss. Ich kriege so richtig auf dem Zahnfleisch. Oh, ich bin gerade überlegen, das zu tun. Weil wir hätten dann nämlich eventuell auch die Möglichkeit, da so ein grünes Stück nach rechts zu bauen. Ich habe dann zwar ein Stück verbaut, das hier unten, aber es ist schon relativ gut. Ich muss irgendwann auch mal was Dummes tun dürfen. Soll ich es jetzt?
Oh, ich hab's getan. Hä? Oh, ich hab einen perfekt gekriegt. Hier, das in der Mitte, das war perfekt. Ich hab gar nicht hingeguckt, ich trottel. Das war wieder so typisch, ne? Man guckt sich so alles an und das kriegt man natürlich nicht mit, dass es eigentlich perfekt gewesen wäre. Oh oh, das könnte jetzt auch schwierig werden. Nein, 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 stopp, so rum. Oh, das ist sehr gut. Ja, das mache ich. Und wir kriegen hier auch wieder Punkte für einen langen See. Oder für, naja, Wassersegmente halt auf jeden Fall. Oh, guck mal, da, das ist eine Mühle. Oh, 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 wie schön, eine Mühle. Wo kann ich denn die hinbauen? Was ist denn das hier auf der Seite? Das ist natürlich kein Wald, das ist ein Stückchen Stadt. Ach so, nee, das ist aber gar keine Stadt, das ist Wiese. Das ist auch verkehrt. Das ist sowohl hier verkehrt als auch da oben. Wie kriege ich denn jetzt am besten diese hübsche Mühle rein? Das wäre ja fast in Ordnung. Oh, bis auf das Teil hier. Soll ich es schön bauen oder soll ich es so bauen, dass es passt? Ich glaube, ich baue es lieber hier hin. Dann haben wir auch wieder was gekriegt. Guck mal, schon wieder. Jetzt haben wir wieder 45 Teile. Alter Schwede, ich bin länger dabei, als ich dachte, dass ich es schaffe. Warum ist das so rot? Ah, guck mal. Ja, hier. Nein, näher ranholen wollte ich. Hallo, ranholen. Hier. Das ist so eine kleine Fahne. Da steht, platziere Kärtchen an den leuchtenden Kanten, um diese Gruppe zu schließen und so die Fahnenquest zu erfüllen. Jetzt seht ihr, wenn ich hier so rübergehe, welche Ecken leuchten. Also die, die halt orange leuchten, die muss ich abschließen. Also darf ich jetzt nicht so ein großes Ding hier dran machen, weil dann geht ja hier das Feld wieder weiter. Also ich darf nur so ein einzelnes hier dran machen, so plupp, damit das dann hier zu Ende ist, das Gebiet. Und das muss ich halt überall an den leuchtenden Kanten tun. Das heißt, ich brauche überall diese kleinen Ecken, die das Bild jetzt sozusagen beenden. Da muss ich erstmal so viele von denen finden überhaupt. Oh, und jetzt habe ich schon wieder so ein Riesenteil. Ich glaube, ich muss das hier unten weiterbauen. Das wird sonst nichts, weil ich brauche ja auch 9. Oh nein, und das ist auch noch direkt neben dem See. Ich habe gar keine Möglichkeit, das irgendwie anders. Hier ist halt auch schwierig. Ich weiß gar nicht, wo ich es sonst hinbauen soll. Hier geht es auch nicht. Nee, hier muss ich ja beenden. Oh mein Gott, ich habe ein Problem. Ich kann es wirklich nur hier hinbauen. Ja, was soll ich machen? Das hier wäre eine Ecke. Das wäre eine Ecke. Ich muss hier irgendwas beenden. Stopp, stopp, stopp. Ich muss das hier irgendwie... so? Nein, das funktioniert leider nicht. Wir hätten zwei Kanten, die funktionieren. Die beiden hier, aber die hier oben funktionieren nicht. Weil hier haben wir keine Wiese... Kein Feld. Und hier leider keine Wiese, sondern Häuser. Sah eigentlich nicht schlecht aus, so auf den ersten Blick. Oh, hier passt es natürlich auch überhaupt nicht. Passt es denn hier? Das auch nicht, weil hier sind Häuser dran. Hier passt es nicht, weil da ist was anderes. Ah! Hier passt es auch nicht. Ich könnte natürlich versuchen... Oh nein, jetzt passt es da nicht, weil da ist ein Haus... Alter! Ja, nee, okay, dann eben nicht. Aber das... Nee, würde auch nicht passen. Oh, weil da ein Stückchen Wald noch ist. Jetzt wird es wirklich heftig. Hier brauche ich zwei. Könnte das nicht irgendwie hinkommen? Auch nicht. Hier haben wir wieder ein Haus zu viel. Habe ich denn nicht irgendwo noch die Möglichkeit, irgendwas zu beenden? Hier würde es auch nicht passen. Hier sind wieder zwei. Hier vielleicht. Nein, da ist ein Stückchen Wald. Hier? Nein, auch nicht. Hier sowieso nicht, okay. Was singe ich da? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht. Ich kann es uns nur hier so enden lassen. Ich kann es so enden lassen. Oder hier. Tada. Ja, so könnte ich es enden lassen. Da stört es für den Moment nicht. Da habe ich dann erst später das Problem. Das ist ja schön. Oh, das ist ja fast komplett grün. Nur ein bisschen... nein, auch hier funktioniert es leider nicht. Es muss doch hier... Komm, das muss hier doch irgendwo gehen. Das wäre zu schön gewesen, wenn hier das Haus nicht gewesen wäre. Das da. Schade. Schade, schade. Das wäre echt cool. Oder das da. Das ist okay. Das ist okay, weil wir sind ja da unten mit der Wiese zugange. Also mache ich das mal hier hin. Oh. Ich meine, das ist auch wieder was zum Abschließen. Da muss ich ja eigentlich primär erstmal da oben gucken, weil ich muss es ja abschließen. Also hier unten würde es passen. Merken wir uns mal. Aber es wäre natürlich cool, wenn ich das nicht hätte. Nee, das geht nicht. Kann ich denn hier abschließen damit? Das würde gehen. Okay, dann hätte ich diese Kante schon mal. Das wäre für mich auch gut. Oder aber hier geht's nicht. Nee, hier geht's auch nicht, weil hier ist Wald. Ich glaube, wir machen das, weil dann haben wir hier das schon mal beendet. Jetzt gehe ich hier nochmal drüber. Die haben wir. Jetzt fehlt uns nur noch. Nur noch ist gut. 1, 2, 3, 4. Oh Gott, das hier auch? 5? Das hier auch? 6? Oh, das wird heftig, das zu beenden. Das ist ein Ende. Ein Ende vom See. Das Ende vom See. Hört sich an wie so ein komischer Film. Vielleicht sollten wir den hier enden lassen, den See. Oder vielleicht sogar lieber auf dieser Seite auch noch. Nein, nein, Drehung, Drehung. Warum geht das nicht? Ich kann ihn nicht drehen. Ich krieg die Krise, ich kann es nicht drehen. Ich wollte es einen weiter drehen, aber es geht natürlich nicht. Ich kann es so machen. Okay, wir tun's. Zack.
Ich habe perfekt gekriegt. Kann ich es rückgängig machen? Nur, weil ich gerade gedacht habe, ich könnte es vielleicht auch hier unten hin tun. Aber hier haben wir gar keinen Wald. Okay, alles in Ordnung. Hier hätten wir Wald. Nee, auch nicht richtig. Na gut, das war in Ordnung. Außerdem haben wir ihn perfekt gekriegt. Puh, was ist das denn hier für ein langes Waldstück? Passt leider nicht. Hier haben wir leider auch was anderes. Kann ich das nicht so machen? Nee. Dieses dumme Teil da oben, das nervt mich so extrem. Das habe ich schon ein paar Mal, glaube ich, irgendwie da oben gehabt, dass ich immer nur dachte, was soll das? Hier geht wieder nichts. Hier geht auch nichts. Oh, es gibt so viele Teile. Hier sonst vielleicht. Aber dann kann ich, ich komme dann mit dem See nicht mehr raus. Oh, das wird ein Chaos mit dem See. Wenn ich da so ein Teil brauche. Naja, gut, aber ich habe da, ja, ich habe da ja eine Wiese. Eine Wiese ist eigentlich ja immer eigentlich in Ordnung. Ich glaube, das mache ich hier unten mal. Ja, ja, kann ich. Nein, es geht da. Oh, ich dachte, es geht hier. Ich dachte, ich könnte das hier so beenden, weil das so ein rundes ist. Aber nein, es ist leider von der Entfernung her ein bisschen blöd. Es ist leider ein bisschen verkehrt. Oh nee, ich kann das hier auch nicht drehen in die andere Richtung. Weil ich ja sonst hier in den Wald reinfahren würde. Ganz schlecht, meine Option, die ich hier habe. Dann nehmen wir das da oben. Mal, nehmen wir nicht. Wieso nehmen wir das nicht? Ich habe irgendwo drauf gedrückt, glaube ich, gerade aus Versehen. Schon wieder ein Stück Wald. Aber dieses Mal so ein Doppelding. Ein Doppel-D. Ein Doppelwald. Hihi. Oh, das ist eigentlich gut. Jetzt müssen wir Augen und Ohren offen halten für das letzte Teil, was hier fehlt. Das wäre... Wer? Passt das? Nein! Ah, nein! Warte. Nein! Oh nein, es passt fast. Oh, es ist so knapp. Nein, es ist so knapp. Das wäre cool. Ah ne, da passen auch zwei Teile nicht, ne? Hier und da. Ach man, es sah so auf den ersten Blick so schön aus. Auch nicht, ne? Ach, das ist echt wirklich sehr, sehr trügerisch. Ach, das ist ja Wiese. Nein, auch das nicht. Ach man, jedes Mal denke ich mir so, jetzt habe ich es auch. Ach, das, und dann war es doch nicht. Oh, das ist auch nicht schlecht, aber... Nee. Ich glaube, ich muss schon wieder hier nach außen wegbauen. Das ist doch einfach doof. Ich brauche irgendwann mal ganz dringend die Dinger, die mir fehlen. Hier geht's nicht. Hier geht's auch nicht. Gott, ey, bald habe ich ein richtiges Problem. Ich könnte in die Richtung oder halt... Kann ich nicht auch in die andere? Ich könnte auch so wegfahren. Ich glaube, ich würde lieber ein bisschen in die Richtung weg. Nein, schon wieder so eine dumme Schiene. Oh, jetzt reicht's doch langsam mal. Nö. Nee, das ist sowieso nicht gut. Weil wenn das hier sechs, dann muss ich dann sechs Teile dran machen. Hier geht halt auch nicht. Tja, letzte Chance vorbei. Gibt keine andere Chance. Und ich habe auch Bedenken, muss ich sagen, hier in die Richtung zu bauen, weil wie komme ich denn dann hier irgendwie raus? Ich müsste ja dann irgendwo rechts abbiegen und hier habe ich aber leider auch den See. Und dann kommen die sicher in Tüdel, die beiden. Ich nehme das. Oh, what? Kärtchen freigeschaltet. Wasserbahnhof? Wie kam ich denn jetzt zu der Ehre? Wo kam denn das jetzt plötzlich her? Hat man das gesehen? Ah, oh, baue zu diesem Punkt, um ein spezielles Kärtchen zu entdecken. Oh, dann war hier wahrscheinlich auch gerade so ein Teil. Das habe ich nicht gesehen. Wo ist noch was? Hier ist auch was. Das ist ja cool. Da kann man noch so ein paar neue Sachen entdecken. Ist voll süß gemacht, ey. Aber ich muss gestehen, es ist nicht so entspannt, wie ich dachte. Weil ich zu perfektionistisch bin dafür. Das Schöne ist, man hat halt wirklich kein Zeitlimit. Man kann also so lange rumprobieren, wie man möchte. Es ist halt für mich persönlich jetzt nur doof, weil ich ja hier jetzt gerade so das aufnehme, dass ich euch dann natürlich auch ein bisschen was zeigen will. Und ich will jetzt auch nicht so schlecht bauen. Ich bin aber einfach noch nicht so gut. Das tut mir sehr leid, aber was soll ich machen? Es ist halt einfach so. Man muss ja auch mal wissen, wie man es nicht macht, ne? Das ist schon fast wieder gut. Hier passt es leider nicht und da glaube ich auch nicht. Da ist dieses komische Zeichen vor. Nee, das ist auch nicht gut. Ah, und das ist auch... Oh nein, das ist... Oh, das ist... Ich muss ja leider hier diese Fahne beenden. Deswegen wäre das, glaube ich, dumm, wenn ich das hier machen würde. Und hier muss ich dann irgendwie noch eine Stadt rausbauen. Ich brauche da ja richtig viele Häuser. 19 Stück brauche ich. Ich glaube, das ist auch blöd. Muss ich da schon wieder eine neue Stadt anfangen? Ernsthaft jetzt? Wollt ihr das wirklich von mir? Dass ich schon wieder eine neue Stadt anfange? Ich bin nicht ganz so begeistert, aber okay. Dann bauen wir halt hier nochmal so eine Stadt. Oh wei, ja, oh wei. Nee, wie war denn das? Hier brauchte ich doch sowas. Okay, das war schade. Oh, guckt euch das mal an. Das genau umgekehrt. Hier das Haus und da der Wald genau umgekehrt. Wenn ich die jetzt noch spiegeln könnte, das wäre richtig krass. Das wäre richtig gut. Leider geht das nicht. Das ist okay für mich. Oder haben wir hier oben noch sowas? Nee. Ja, man muss alle Optionen in Betracht ziehen, ne? Hier? Nee, das ist auch zu viel. Kladderadatsch noch. Ich mache jetzt hier das Ding dahin. Bisher klappt es ja... Oh,
klappt es ja ganz gut. Ich glaube, ich habe das Ding mal gesehen. Ich glaube, dass man hier Wasser mit Bahnschienen verbinden kann. Genau das. Das wäre richtig cool, wenn ich das hier einfach enden lassen könnte. Aber es geht nicht. Oh, nee. Das ist wirklich ein dummes Teil da unten hier. Das ist sehr nervig. Aber das könnte ich eventuell nutzen. Könnte ich das nutzen oder nicht? Weil wenn hier eine Bahnschiene lang geht, könnte ich die ja vielleicht hier... Also ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber ich könnte es ja mal probieren, weil ich muss ja das irgendwie mal lernen. Also tue ich das dahin und vielleicht kann ich die Bahnschiene da reinführen und dann ist die Bahnschiene vielleicht zu Ende. Das wäre meine Hoffnung, dass das funktioniert. Oh, damn. Das wäre okay. Das wäre tatsächlich gut. Oh, das wäre nicht gut, weil hier ist leider ein Haus. Blödes Haus im Weg. Das wäre... Oh Mann, da schon wieder diese blöden Häuser. Halb gut ist das. Leider auch nicht. Hä? Füge exakt 9 Felder hinzu. Exakt. Oh, das ist... Ah, das ist ja nicht dieses... Hier, sonst steht ja mal 2 plus. Das heißt, man kann mehr machen. Hier darf man nur insgesamt 9 haben. Das ist wieder eine neue Challenge. Das ist ja auch tricky. Das heißt, ich darf gar nicht mehr Felder haben. Das ist ja noch schwieriger. Was wollt ihr denn noch alles von mir? Nee, ich glaube, ich mache tatsächlich das hier. Am besten hier zu Ende. Ja, es ist eigentlich kein Zu-Ende-Teil, ne? Es geht da ja noch weiter um die Ecke. Egal, wir grenzen uns hier ein und hoffen, dass wir hier was hinkriegen. Oh, das ist ja noch so ein Ding. Oh, das sieht das ja komisch aus. Was brauche ich da? Achso, das ist ein Ende von 2 Teilen. Hier, das wäre ein 2-teiliges Ende. Oder so? Nee, das ist gar nicht gut. Ja, wir haben hier leider so ein blödes Feld in der Mitte rumhängen. Oh nee, da ist ja der Wald. Och Mann, ich wollte mich gerade schon freuen. Oh, ich wollte mich schon wieder freuen. Mann, jedes Mal, wenn ich mich freue, dann stelle ich mal fest, irgendwas stimmt hier nicht. 3 Dinger sind gut und das hier an der Seite ist... Nein! Das wäre ja hier total optimal. Aber hier dann nicht. Ah, mein Herz. Mein Herz, das wäre so schön gewesen. Nee, auch da nicht. Will ich jetzt hier oben noch ein Wasserstück anfangen? Das wäre die andere Frage. Weil eigentlich ist das nicht so toll. Dann habe ich ja da noch einen Fluss. Boah, nee, oder? Oh, dieses Stück, das bricht mich gerade. Das bricht mich. Aber hier habe ich auch sowas. Hier sind sogar 3 Teile. Oh, noch nicht mal da. Noch nicht mal da kann ich. Kann ich überhaupt irgendwas? Das hier könnte ich machen. Oder das, wenn ich da nochmal so ein Wasserding kriege. Oh, das wird aber wieder kompliziert, ne? 3 Wasserteile. Das ist aber auch kompliziert. Ich denke immer schon an die folgenden Stücke. Wie soll denn so ein Ding aussehen? Ja, ich meine, gut, es soll es ja geben. Aber wie stellen die sich das vor? Wie soll das aussehen? Ey, wenn da der Wald... Oh, Moment mal. Ich kann das Ding ja, ich kann das ja auch an eine Wiese bauen. Dann habe ich so einen See. Das heißt, ich kann mir das Wasser eigentlich wegdenken und kann mir denken, ich brauche... was brauche ich? Ich brauche Wiese. Moment. Ich brauche Wiese, Wiese, Wald, Wald, Feld, Feld. Wiese, Wiese, Wald, Wald, Feld, Feld. Finde ich sowas? Sieht schlecht aus, oder? Das wird ja sogar fast passen. Oh, das passt theoretisch. Theoretisch passt es. Und hier oben könnte ich ja grüne Wiese haben. Da könnte ich Wiese haben. Oh, oh, okay. Habe ich hier schon was kaputt gemacht? Nee, ne? Oh, was? Jetzt brauche ich ja... Oh, nein. Habe ich das gerade erweitert? Das wäre ja ziemlich blöd. Da müsste ich ja noch mehr machen. Jetzt habe ich hier... Ah, nein, da oben passt es nicht zusammen. Manchmal muss man auch einfach in den sauren Apfel beißen, wenn man merkt, da passt nichts. Stelle ich jetzt schon langsam fest. Das ist schwierig, ey. Ich habe irgendwie das Gefühl, als würde es so langsam dunkel werden. So von den Geräuschen her fangen plötzlich die Grillen an zu zirpen. Na, nü, na, na. Ach ja, hier unten ist ja meine Stadt. Ja, aber wenn ich das mache, beende ich ja die Stadt. Das wäre vielleicht auch nicht so gut. Kann ich hier vielleicht noch was dafür tun? Oder hier oben? Nee, da habe ich das Feld dann auch wieder beendet. Oh, uff, Leute. Genau. Ja, dann halt hier. Oh, war ja... Ich meine, ich habe ja noch 33 Dinge, ne? Ich könnte jetzt auch einfach mal sagen, gut, ich baue jetzt einfach mal schön, weil ich nehme schon... Oh Gott, ich wollte gar nicht so lange aufnehmen. Ich wollte nicht so über eine Stunde aufnehmen. Ich bin schon wieder über eine Stunde dabei. Ich habe gedacht, das geht viel schneller. Ich dachte, ich bin so voll schnell, ich sag jetzt mal, Kärtchenbankrott. Okay, das nehmen wir, das passt. 30 Punkte direkt gekriegt. Ist auch voll die hübsche Stadt hier. Richtig niedlich. Das würde auch fast passen. Aber ich würde natürlich eigentlich gerne diese Stadt hier... Oh was, das passt hier genau. Super. Können wir nämlich hier die Stadt erweitern. Hier haben wir wieder Felder. Nee. Hier muss ich ja beenden. Ich will jetzt hier nicht noch großartig weiterbauen. Das ist ja meine Challenge, das zu beenden. Okay. Ich versuche jetzt meine Kärtchen hier zu verbauen. Ich nehme nicht immer das Beste. Normalerweise würde ich das Beste nehmen, ja? Leute, ihr wisst Bescheid. Ich baue jetzt weiter so, wie es passt, wie es gut aussieht.
und kriegt dabei versehentlich ein Perfekt. Und natürlich wieder noch ein paar Kärtchen mehr. Stellt euch mal vor, das Spiel hört einfach nicht auf, weil ich aus Versehen zu gut bin. Ich weiß, es ist sehr unwahrscheinlich, aber man darf sich doch auch mal schöne Dinge einreden. Oh, hier unten, dass da einfach nichts hinpasst, das nervt. Nee. Also wir versuchen mal hier oben, weil ich finde, das sieht eigentlich ganz schick aus hier. Dann hat man da noch so ein kleines Bauernhaus, hier das da zum Beispiel. Das ist da so in der Mitte und hier haben wir schon wieder die kleine Stadt. Oh Gott, was habe ich denn da? Ach du Schreck, das ist ja ein richtig dummes Ding. Oh Gott, das kann ich ja nirgendwo hinbauen. Wo soll denn das gehen? Da? Ah, kann ich das nicht... Oh no, das wäre vielleicht nicht so gut. Nee. Das kann ich nicht machen. Das geht nicht. Weil ich habe ja hier Schienen. Ich meine, gut, ich werde es wahrscheinlich so eh nicht beenden, aber... Hier oben. Schön weit weg von allem. Das sieht auch schon relativ gut aus. Aber nee. Ja, so wäre es schon eigentlich in Ordnung. Aber ich würde gerne mal gucken, ob hier bei meiner Stadt noch was passt. Können wir das hier anlegen? Das ist auch gut. Ja, dann machen wir hier noch. Vielleicht kriegen wir auch diese hier noch voll, die Häuschen. Oh, wie süß, so ein kleiner Teich in meiner Stadt. Ach, den finde ich voll süß. Können wir das nicht einfach so, so? Ja, okay, es passt jetzt nicht ganz so gut, aber so ein bisschen vielleicht. Oder hier so, ist ja auch süß. Aber da passt wirklich so viel nicht. Oh, da. Das ist dann schon wieder eine neue Stadt, ne? Ich möchte das so gerne hier hinbauen, weil ich das so süß finde, wenn man da so einen kleinen See hat. Ist doof. Passt einfach zu vieles nicht. Aber das würde passen. Dann brauchen wir hier eigentlich nur Wiese. Das wäre okay. Was habe ich denn jetzt da schon wieder am Finger hängen? Oh. Ach man, auf den ersten Blick denke ich mal, ja, super. Was? Füge mindestens 11 Wassersegmente hinzu. Hier wäre so technisch gesehen auch nicht so schlecht. Oder hier so. Dann haben wir da so ein kleines Anglerhaus. Ja. Oh, ich habe perfekt gekriegt. Huch. Und hier haben wir wieder ein Stückchen für meine Stadt. Guck mal, jetzt habe ich das heute direkt alles in einem Rutsch gemacht, dass ich alles mal ausprobiert habe. Das ist doch eigentlich auch voll gut. Genau, dann ist das hier so, genau, da ist so ein See in der Mitte und hier außen gehen dann so die Häuser rum. Das finde ich auch gut. Es hat so ein bisschen was Idyllisches. Nein, diese Felder finde ich immer nicht so hübsch irgendwie. Oh, das ist okay. Oh, das ist perfekt. Ja, so hört es tatsächlich nie auf, ne? Was ist denn jetzt da? Ich muss das hier... Ah, da fehlt da nur noch eins. Zwei Felder fehlen noch, hier und da. Nee, das geht nicht. Da ist ein See. Ein Fluss. Das kann ich nicht machen. Oh Gott. Vielleicht hier? Ich darf nicht immer so lange überlegen. Ich will doch das zu Ende bauen. Oder hier? Nee. Oder hier? Nee, auch nicht. Oh Mann. Ich war so guter Dinge gerade. Wieso passt denn das hier nicht? Ich dachte, das hätte passen können. Ja, komm, ich baue das jetzt einfach hier. So. Oh, schon wieder so ein komisches Teil. Ja, ganz weit weg. Ganz weit weg, bitte. Ah, aber damit könnte ich... Was ist denn jetzt damit los? Ach so, exakt 4 Wassermelonen. Hä, was soll das denn jetzt? Oh nee. Ja, okay, das heißt, ich darf das jetzt nicht mehr... Das ist jetzt ein richtiges Problem. Wenn ich die nicht mehr verbinden darf, wie soll denn das aussehen? Okay, ich werde das hier nicht erfüllen. Vergesst es, Leute. Ich werde das nicht erfüllen. Weil das hier ist ein 18er-Ding. Ich muss das hier irgendwo dran schließen. Oder ich mache es hier dran. Ja. Wow! Ein Boot! Ach, oh, kann ich das jetzt bauen? Kriege ich ein Boot? Kann ich ein Boot bauen? Ich möchte bitte ein Boot bauen. Hallo? Oder fährt das von alleine? Das wäre voll süß, wenn jetzt hier so ein Boot fährt. Das ist ein blödes Teil irgendwie. Oh, habe ich da jetzt einfach hingesetzt. Hier brauche ich wieder 2. Ah, da mache ich das hier kaputt. Ach so, stimmt, hier könnte ich auch noch was anschließen. Das würde sogar passen. Da geht wieder nicht. Hier oben, das wird echt ein Problem. Kriege ich, glaube ich, nicht zu. Das ist auch ein Problem. Ich habe mich da eingebaut. Blöd von mir. Ja, wissen wir fürs nächste Mal hoffentlich besser. Werde ich wahrscheinlich wieder vergessen haben. Naja, das hier sieht auch nicht so schlecht aus. Ich mache mal hier so. Wir haben 2 Perfekts gekriegt. Oh nein, Leute. Es wird niemals aufhören, dieses Spiel. Oh, ich habe noch ein Perfekt gekriegt. Ich kriege immer mehr. Oh nein. Oh Gott, ich habe ja mal gehört, wie lange man an so einem Spiel sitzen kann, ne? Das ist wirklich lang. Das ist wirklich lang. Es gibt irgendwie Leute, die versuchen natürlich den Highscore zu knacken. Und die sitzen dann so richtig krass lang an dem Spiel. So, keine Ahnung, also wirklich mehrere Stunden. Und so lange wollte ich ja nicht aufnehmen. Ich wollte sie einfach nur mal so ein bisschen zeigen und so ein bisschen reingucken. Aber es macht natürlich auch Spaß. Aber ich muss das ja danach auch wieder schneiden. Alter, ich habe schon wieder was gekriegt. Es hört gar nicht auf. Ah. Ich weiß nicht, ob ich geschmeichelt sein soll oder ob ich denken soll, warum habe ich das getan? Ich verbaue mir jetzt extra alles, damit das Spiel endlich irgendwann aufhört. Kann ich denn hier irgendwas noch?
Das sieht ziemlich doof aus. Ah, ich werde... Ich habe schon wieder einen Perfekt gekriegt. Das hier, diesen See, den werde ich hier unten hin tun, glaube ich. Naja, dann... Oh, passt. Nehmen wir. Kleines Dörfchen. Vielleicht wieder hier unten in mein Dorf. Wobei ich ja sagen muss, ich bin hier unten eigentlich theoretisch schon fertig. Kann ich das denn so machen? Nee. Ich nehme das hier. Also, so funktioniert das nicht mit dem Aufhören. Oh, aber... Ach nee, ich muss das eigentlich... Das muss ich auch beenden lassen. Und hier hinten kann ich ja noch erweitern. Es gibt's doch nicht! Weil ich jetzt am Anfang so viel vorgebaut habe und jetzt einfach die Dinge beende, habe ich so krass viele Erfolge. Nicht normal. Ich könnte das hier machen. Oder... Das geht nicht. Achso, nee, das ist ja Wasser noch. Verstehe. Nee, das ist auch blöd. Hier hinten ist eh schon blöd. Dann machen wir es lieber komplett blöd. Wenn ihr wisst, was ich meine. Eine Lokomotive! Aber ich habe noch kein Boot gesehen. Habt ihr ein Boot gesehen? Ich habe kein Boot gesehen. Ich nehme jetzt einfach hier die Schiene. So, wir müssen ja hier irgendwann mal rauskommen. Ich habe schon wieder ein paar... Leute, ich wollte nur das Video langsam beenden. Das funktioniert so nicht. Ah! Okay. Ich habe schon wieder was gekriegt. Was? Oh, Biom freigeschaltet. Lavendel. Ach, guck mal. Ja, jetzt haben wir lilane Lavendelfelder oder so. Aber die sind doch gar nicht lila. Hä? Ah, hier unten. Moment. Hier. Da, das will ich so machen. Ich baue jetzt extra so, dass es nicht passt. Oh, Moment mal. 25 müsste ich eigentlich hier lang bauen. Nein, warum tue ich das schon wieder? Ich muss es tun. Ich muss. Oh, der will auch, dass ich irgendwas beende. Ich will das nicht beenden. Die soll mich in Ruhe lassen. Warum? Nee, die Fahne, die kann mich mal. Ich will das nicht beenden. Genau, hier kommt einfach nur eine gerade Strecke raus. Da haben wir jetzt wieder ein bisschen Wiese mit Wald und ein paar Häuser. Ja, genau. Wir wissen, das passt total super. Ja, komm, ich muss das hier auch mal... Die in der Mitte will ich ja mal ein bisschen ausfüllen. Das hier ist doch gut. Ja. Ich muss mich wirklich zusammenreißen, dass ich die Dinger dahin baue. Ah! Ich habe schon wieder 43. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ich habe zu gut gebaut. Und ich kann einfach nicht aufhören. So wird das nichts mit meinem Urlaub. Schon wieder perfekt. So wird das nichts mit meinem Urlaub. Ich könnte die... Ach nee. Ah nein, jetzt habe ich ja da den 12er, den 11er. Kann ich jetzt nicht abschließen. Aber ich könnte den abschließen und dann einfach hier so eine gerade Linie lang bauen. Ja, das ist doch eigentlich ganz gut. Ach, wir brauchen jetzt hier irgendwas. Das Wasserding. Hier können wir das nicht hier dicht machen. Hier zum Beispiel. Da könnten wir es dicht machen. Weil, die wollen ja, dass ich alles dicht mache. Das will ich ja gar nicht. Wir machen sonst einfach hier noch einen kleinen schönen See draus. Genau. Ja, und dann bauen wir hier vielleicht noch ein paar Häuschen hin. So. Das ist doch auch hübsch. Schon wieder. Also ich bleibe immer bei so Anfang 40. So 41, 43 oder so. Aber das wird jetzt wahrscheinlich bald aufhören. Ja. Bald ist das vorbei. Ja, hier kann ich nur Wasser bauen. Also das kann ich sonst nicht beenden. Haben wir hier irgendwas, was wir noch so... Das könnte ich ja vielleicht machen. So. Ja. Und ich muss gucken. Oh. Hä? Ah, ach so, das ist so ein... Was? Wie viele... 323 Bäume soll ich bauen? Moment, können wir hier oben noch irgendwas anschließen? Das wäre sehr gut. Ah, super, dann fehlen ja nur noch 66. Ja, dann bauen wir hier oben so einen fetten Wald. Schon wieder ein Perfekt. Hier ist so eine Häuserreihe in den Wald hinein. Hier brauchen wir auf jeden Fall ein rundes Ding. Hier brauchen wir einen See oder so einen Seetunnel. Oh, das ist doch hübsch. Hier ist ein bisschen... Ah, nee, Moment, Wald. Ja, Wald. Wald ist gut. Ah, das ist eine Wiese. Wiese könnte ich ja hier so. Dann haben wir vielleicht mal die Möglichkeit, dass wir das hier so ein bisschen abschließen können. Hier geht's nicht, da geht's nicht. Ja, dann halt da. Guck mal, jetzt ist hier in so ein Fluss draus geworden. Oh, oder wir machen sowas. Oder aber, das ist cool. Das würde auch gehen. Das würde auch gehen. Ich glaube, ich mache das hier, weil ich das sonst ein bisschen blöd finde. Ja, dann haben wir hier schon wieder Wasser, was da rauskommt, ne? Naja. Ah, das kann ich so um die Ecke bauen. Oh, wieder ein Stück Wiese, was hier leider nirgends reinpasst. Wie doof. Hier. Ah, passt sogar perfekt. Nein, dann habe ich ja schon wieder ein Perfekt. Hilfe, ich will doch kein Perfekt. Oh, da ist ein Boot. Da ist ein Boot. Oh. Das muss auf jeden Fall hier irgendwo dran, damit es richtig schön fahren kann. Ah, kann ich das drehen? Ich kann das drehen, dann fährt es in die Richtung. Oh, guck mal, das ist ja voll süß. Ich habe ein fahrendes Boot. Jetzt brauche ich noch zwei von den Dingern. Oh nein, und schon wieder was mit den Eisenbahnlinien hier. Eisenbahnschienen. Entweder hier oben. Warum geht das nicht? Ach so, wegen dem Wasser. Stimmt, das geht irgendwie auch nicht. Hä, was ist das Problem hier? Das würde gehen, aber dann haben wir hier das Problem wieder, ne? Dann haben wir hier Schiene und Wasser.
Ich habe nicht sonderlich viele Optionen aktuell. Wir können ja hier vielleicht eine neue Bahnschiene anfangen. Oder hier lieber so an der Seite. Ja, komm, an der Bahnseite. Wir können ja eigentlich, genau. Wir können ja hier auch noch so eine ranbauen, zur Not. Das ist so süß, wie das jetzt hier langfährt. Aber was ist mit der Lok passiert? Ich möchte auch bitte so eine süße Lok haben. Habe ich nicht bekommen bisher. Da, ein Wasserende. Oh, das ist ja sogar perfekt. Ich habe einfach einen perfekt selber gemacht. Wow, das ist mir noch nie passiert. Und da sind, glaube ich, jetzt diese Lavendelfelder bei. Guck mal, das hier sieht ganz anders aus. Jetzt haben wir Bahnschienen und Feld. Es geht natürlich nicht anders. Dann halt so. Vielleicht in die Richtung. Ah, Stück Wald. Entweder hier unten. Da unten wäre es cool, aber ich brauche ja hier oben noch was. Nein, jetzt habe ich schon wieder... Ich habe schon wieder 5 Kärtchen bekommen. Das ist doch nicht normal. Oh, das kann ich beenden. Habe ich jetzt die Fahne beendet? Nee, immer noch nicht. Da fehlt noch was. Das ist aber das Letzte. Ich beende das jetzt einfach so. Jetzt habe ich die Fahne beendet, auch schon wieder Karten gekriegt. Ich kann nicht anders. Ich muss immer die doofen Aufgaben erfüllen. Ich fühle mich gedrängt. Ich fühle mich gedrängt, das gut zu machen. Wo kommt das her? Wahrscheinlich aus der Schule. Die Schule bringt so dumme Sachen bei. Oh, das ist ein Ende. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat 2. Ach nee, das darf ich ja nicht beenden. Ah, ärgerlich. Kann ich hier was beenden? Ja, das, wir könnten das hier beenden. Das tun wir auch. Ich finde es so schade, dass die Schule nur lehrt, dass man irgendwie alles können muss. Und dass man nur dann gut ist, wenn man alles irgendwie richtig macht. Weil so verliert man irgendwie so voll den Bezug zur Kreativität, habe ich immer den Gefühl. Genau das meine ich damit. Weil Kreativität erwächst ja eigentlich aus Spontanität und aus eben nicht diesem gezwungen fühlen. Und das ist so voll schade, dass das so verloren geht in der Schule. Das ist auf jeden Fall so meine Erkenntnis und das, was ich halt auch so bei den Kids immer sehe. Das tut mir sehr leid. Und heutzutage würde ich das auch generell alles anders machen. Ich würde auch gar nicht mehr so diesen Druck haben, den ich früher hatte als Kind. Weil der ist wirklich unnötig, den braucht man gar nicht. So, hier. Ich habe auch immer gedacht, so, ich finde keinen Job und ich bin für nichts gut genug, obwohl ich bin eigentlich ja gar nicht schlecht gewesen in der Schule. Das mache ich, glaube ich, lieber nicht. Aber trotzdem haben die es geschafft, dass ich irgendwie so ein schlechtes Gewissen oder so ein schlechtes Gefühl hatte, dass ich immer mich nur, also ich dachte halt immer nur, ich kann das alles nicht. Und ich kriege nie einen Job und ja. Und dann bin ich YouTuber geworden. Nee, hier passt das leider nicht hin. Ich baue mal hier weiter. Da, den brauchte ich. Genau. Ich hoffe immer nur, dass die ganzen Sachen jetzt nicht mehr zusammenpassen. Wenn man halt auch so ein bisschen hübsch baut, dann muss man gar nicht mehr so richtig groß drüber nachdenken, sondern wirklich nur gucken, ob das so ein bisschen hinpasst. Ja. Ja. Ah, das ist, diese komischen Felder finde ich jetzt gerade aktuell irgendwie schwierig. Schon wieder Felder. Hier haben wir nochmal Häuschen und Felder. Oh, guck mal. Das ist eigentlich gut. Das ist so eine kleine Baumgruppe, die gehört eigentlich mit dazu zur Wiese. Ja, können ja auch mal ein paar Einzelbäume draufstehen. Wir brauchen schon wieder einen See. Ja, ja, das müssen wir uns merken. Wir brauchen einen See. Und ich muss, glaube ich, mal wieder irgendwo neue Felder anfangen. Ist so die Frage, wo machen wir denn das? Wir können ja hier unten vielleicht nochmal anfangen. Nein! Lasst mich doch in Ruhe mit euren komischen Dingern! Hey, ich will aufhören! Ja gut, eigentlich will ich nicht aufhören. Oh, da kommt wieder eine Stadt hin. Schön. Nein, ich muss halt noch ein zweites Video aufnehmen. Ich bin da gerade noch am Überlegen, was ich aufnehme. Ich weiß es nicht so genau. Oh, hä? Ah, ach nee, da geht das nicht hin. Hier hätte ich gerne so einen Bahnhof. Das wäre richtig gut. Könnte ich denn hier vielleicht so einen Teil hinbauen? Da würde es gehen. Da würde ich es dann auch abschließen. Und da unten bräuchte ich dann halt einen Bahnhof. Schon wieder perfekt. Das gibt's doch gar nicht. Ich könnte mal versuchen, den hier so zusammenzukriegen. Vielleicht klappt das ja. Und hier bauen wir einfach so ein paar Felder hin. Dann darf ich ja nur 3 auf einmal, also 3 generell haben. Ich brauche überall kleine Seen. Ich brauche überall diese Enden von den Seen. Da ist schon was. Das ist gut. Okay, den könnte ich hier machen oder hier. Hier nicht. Oder aber hier oben. Da wäre natürlich auch gut. Ja, ich mache da oben erstmal. Dann haben wir das da oben schon dicht gemacht. Die kann ich jetzt leider nirgends benutzen. Uff. Okay, das würde jetzt bedeuten, dass es hier auf jeden Fall irgendwie weitergeht. Ah ja, es könnte auch sein, dass hier von unten noch was hochkommt. Ich habe schon wieder was bekommen. Und da oben sollte ja eigentlich das zweite Dorf hin, ne? Hier unten haben wir ja theoretisch schon abgeschlossen. Da ist es. Sehr schön, genau. Füge mindestens 12 Häuser hinzu. Hä? Was ist denn da? Oh, ja, da muss ich hin. Exakt 12 Häuser. Ja, das wird nichts. Die werde ich nicht machen, sondern ich werde auf jeden Fall hier eine Großstadt bauen. Oder eine etwas größere Stadt am Wald. Ja, hier so. Ja, mal gucken. Vielleicht kriegen wir das ja so ein bisschen nach da oben hin. Oh, das passt ja sogar aus Versehen wieder. Nee, hier möchte ich nicht schon wieder eine Bahnschiene haben. Und ich kann die nicht beenden. Das macht mich wahnsinnig. Die hier könnte ich beenden. Macht mir aber diese Quest kaputt.
Oder? Oh, das wäre natürlich super, wenn ich die hier hinmachen würde, weil dann wäre das die Bahnschiene zum Dorf. Das Einzige, was mich stört, ist das Feld da. Aber ich glaube, damit komme ich klar. Oh, halt, wir brauchen wieder Häuschen. Häuschen für die Stadt. Sind ja immerhin 4. So, und dann kann nämlich die Stadt auch noch nach links weiter wachsen. Oh, ja, perfekt. Guck mal, das ist doch super. Dann haben wir das schon gekriegt. Ah, oh, das hat ja gut gepasst gerade. Ah, jetzt habe ich hier noch wieder sowas Langes. Eigentlich brauche ich ja die langen Dinger hier. So würde ich das, glaube ich, fast machen. Und dann haben wir noch so eine Runde. So eine Rundung. Nee, das hier können wir ja vielleicht hiermit verbinden. Und das könnten wir sonst hier so da abgehen lassen. Hier brauchen wir noch 2. Aber ich brauche exakt 2. Das könnte auch schwierig werden, ne? Nee, die darf ich da nicht dran bauen, die Mühle. Weil wenn ich die dran baue, dann mache ich ja wieder mehr. Oder ist es egal, wenn ich danach dann mehr mache? Kriege ich die Karten dann wieder abgezogen? Finden wir es heraus. Vielleicht werde ich sie wieder abgezogen bekommen. So, dann hier noch ein bisschen was. Dann haben wir wieder so ein schönes grünes Teil. Ja, hier habe ich ja so ein bisschen grün. Nee, da. Da habe ich grün. Und hier habe ich... so, nee, es passt nicht, ne? Ja. Das ist immer so komisch, wenn da so mitten in der Mitte einfach so ein komisches Feld rumhängt. Zum Bebauen. Ah, das wäre vielleicht so der Abschluss. So. Ah, nee, das wäre der Abschluss. Huch. Oder so. Dann gehört das hier noch zum Feld dazu. Ich muss halt nur gucken, dass ich da noch ein paar mehr Häuser bauen kann. Ah, da geht's auch wieder weiter. Und wir haben natürlich auch wieder einen schönen Teich mit einem Haus am See. Das wäre doch ein gutes Ende. Ja. Hier passt zwar irgendwie nichts, aber so vom Ding her passt das doch auch wieder ganz gut zu den Feldern. Nein, ich habe schon wieder was gekriegt. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich nehme schon 1,5 Stunden auf. Jo, ich mache mal eine kurze Aufnahme. Ist klar. Ich kann hier, glaube ich, diesen Fluss nicht weiterbauen, weil ich ein bisschen Bedenken habe wegen der Schienen. Das hier ist gut. Ja, das wollte ich auch zusammenlaufen lassen. Ja. Ein anderes Boot. Guck mal, das sieht anders aus als das, was wir da haben. Das ist ja schick. Wow, voll viele Punkte habe ich schon. 7270. Ja, das muss wohl leider hier irgendwie lang gehen. Geht nicht anders. Ja gut, ich könnte eine neue Bahnschiene machen, aber das muss ja nur nicht sein. Hier habe ich wieder so ein bisschen Dorf. Würde ich vielleicht sogar hier hinbauen. Dann haben die halt im Dorf so ein paar kleine Felder. Das ist zwar nicht so ganz realistisch, aber... Naja, da guckt man nicht so genau hin. Ah, hier oben noch ein bisschen. So. Hier ein bisschen Stadt. Kriegen wir noch ein bisschen Dorf dahin. Das dauert lange, ne? Bis man hier das Dorf da zusammen hat. Das ist schon heftig. Ah, gut. Wieder ein bisschen blöde Schiene. Moment. Geht hier oben vielleicht auch noch so? Ne, geht nicht. Ah, doch. Oh, nice. Ja, machen wir. Und eine fette Mühle. Ne, die stellen wir nicht nebeneinander. Das ist blöd. Oh, jetzt habe ich... Oh, nee, hier ist ja auch schon eine. Was mache ich denn? Was mache ich denn? Hier. Ja, hier sind ja auch so ein bisschen, ne? Da haben wir auch so ein paar Felder. Da können wir das vielleicht auch nutzen. Nein, Ende der Bahn... Oh, Ende der Bahnschiene. Nein, geht nicht. Ich hoffe auf so ein Eckstück. Oder auf so einen... Ja, diesen komischen Turm. So, wenn wir einen Turm sehen, muss der dahin. Darf ich nicht vergessen. Muss ich unbedingt dran denken, dass ich den dahin setze. Das ist jetzt, glaube ich, wieder so ein Endstück. Das geht. Ja, hallo. Endlich. Oh, nein, wieder so ein Dödelstück. Oh, wei. Das ist aber nicht schön. Immerhin habe ich die Strecke fertig. Ah, Chaos. Das da unten ist, ist einfach Mix-Chaos. Geht die Stadt noch weiter? Ja, da entdecke ich gleich wieder was. Oh, richtig Bock, irgendwas zu entdecken da. Nein, oh, jetzt hätte ich da fast die Schienen hingebaut. Hier, haben wir hier Option für Schiene. Ich könnte das machen und dann eventuell hier oben wieder die Schiene beenden. Oh, das könnte auch problematisch werden. Nee, das lasse ich mal lieber. Nee. Kann ich, oh, aber ich könnte hier vielleicht beenden danach. So, und dann versuche ich hier wieder was zu kriegen, um das zusammenzuführen. Da ist so ein Dings, so ein Wasserturm. Den brauche ich ganz dringend. Wasserturm. Und bitte mach, dass das jetzt funktioniert, dass ich das hier... Halleluja! Was? Perfekt! Wow! Oh, wow! Das war gut. Das war sehr, sehr gut. Vor allem, was schade ist, wir haben ja den Skin gekriegt, aber wir haben leider das Schiff nicht bekommen bisher. Da! Oh. Nein, schon wieder perfekt! Ach, ich kriege aber immer nur eins, ne? Ich kriege immer nur ein Stückchen, glaube ich. Hier muss ich irgendwie rauskommen, um die Ecke. Das ist super. Ich habe nur ein Problem. Ich darf das jetzt hier nicht beenden eigentlich, sondern ich muss hier einen See hinmachen, weil ich ja hier noch 6 Wasserelemente dazufügen. Ach so, ich könnte auch hier in die Richtung, ne? Na gut. So. Und hier fahren wir einfach nur geradeaus. Da haben wir wieder ein bisschen was für meine Stadt. Hallo? Ah, okay. Gut, passt doch. Wow. Was ist das jetzt? Oh mein Gott, das ist ein
Da ist ein Brunnen. Was heißt das denn? Ist das Stadtzentrum oder so? Nein, ich glaube, das heißt Hauptstadt, weil da so eine kleine Krone drauf ist. Da brauche ich halt 14 Häuser drumherum. Ja, das schaffe ich. Das schaffe ich doch auf jeden Fall. Soll ich das hier enden lassen? Nee, ich lasse das hier um die Ecke fahren. Fahren. Ich lasse den Fluss fahren. Ich lasse einen fahren. Ja, keine Ahnung. Erstmal dahin. Oh, da. Das passt nicht ganz so gut, aber es könnte vielleicht ein Perfekt geben irgendwo. Es gibt tatsächlich ein Perfekt. Wahnsinn, ey. Es hört nicht auf. Oh, hier, das kann ich erweitern. Super. Ah, ich hätte es auch nach hier erweitern können. Da hätte ich da vielleicht noch so ein schönes Wasser, so ein See oder irgendwas hin tun können. Falls ich denn einen bekommen hätte. Oh, hier machen wir mal das da. Hier sind ja wieder so ein paar Felder. Vielleicht nehmen wir hier nochmal ein paar Felder. Ich will es da oben unbedingt noch die Stadt zu Ende kriegen. Das fände ich richtig schön, wenn wir da noch was bekommen könnten. Weil vielleicht gibt es dafür ja irgendwie eine Belohnung oder so. Irgendwas ganz Besonderes, weil wir irgendwas Besonderes gelernt haben, weil wir die Stadt aufgebaut haben oder so. Ja, hier entweder in die Richtung oder... Genau, jetzt hätte das hier gut gepasst. Schade. Sonst beende ich das Teil auf dieser Seite. Warum zählt das hier denn nicht? Hä? Exakt 4. Warum zählt das nicht? Ach so, vielleicht, weil ich schon über 4 bin? Ich weiß es nicht. Komisch. Ah, stopp, das ist ja ein bisschen vielleicht wieder Stadt, so hier am Rand. Ja, ich würde das hier zusammennehmen. Oh mein Gott. Oh, jetzt wird das sogar rot. Jetzt habe ich nur noch 9 Kärtchen. Was mache ich denn mit dem hier? Nee, da lieber nicht. Könnte ich hier so, da so ein bisschen was machen? Nein, lass mich doch das Spiel beenden. Ich werde schon ganz wahnsinnig. Ich werde ganz wahnsinnig. Na, da. Noch 7, noch 7. Leute, wir kriegen es bestimmt noch raus. So, das würde hier hinpassen. Noch 5. 5 Dinger noch. Ich habe noch 7 Karten. Wir werden doch wohl noch 5 Häuser irgendwie zusammenkriegen. Hoffentlich. Ja, jetzt möchte ich es langsam aber auch noch wissen. Ich versuche hier nochmal so ein bisschen zu beenden. Ah, nein, wir haben hier nur noch 1. Kriege ich das noch dran? Ich habe nur entweder oder. Ich habe entweder das eine Haus oder das andere. Dann fehlen noch 4. Ich weiß halt nicht genau, welche Karten ich da noch habe. Oh nein. Oh, 76 Bäume, wahrscheinlich. Hier habe ich 2 Häuser. 2. Ja, ich nehme das. Dann fehlen noch 2 Häuser. Ich habe nur noch 2 Karten. Jetzt wird es am Ende noch richtig spannend. Ah, okay, den Wald kriegen wir nicht mehr. 2 Häuser. Ah, ich würde es genau hinkriegen. Und jetzt? Bau ein Dorf mit mindestens 100 Häusern. Einsammeln. Dorfbewohner 2. Herausforderung freigeschaltet. Nein, ich habe es freigeschaltet. Was kriege ich dafür? 5 Karten. Oh, Springbrunnen. Oh, das ist so hübsch. Das ist das hier. Oh, ich lieb's. Richtig schön. Ah, okay. Ja, dann verbauen wir jetzt noch die letzten 5 Karten. Das hier habe ich leider nicht mehr geregelt gekriegt. Sehr schade. Ja, hier geht halt der Fluss, der geht dann so nach außerhalb. Das ist ein komisches Teil. Ich will das eigentlich gar nicht so in die Mitte bauen. Ja, so vielleicht eher. Ja, so ein bisschen. Vielleicht können wir den See noch abschließen. Oh nein, nicht ganz. Haben wir noch so einen anderen See, den wir sonst abschließen könnten? Hier vielleicht? Ah, dann verbaue ich mir zwar meine Challenge, aber ich habe ja eh nur noch 2 Karten. Komm. Ist doch egal. Nein, jetzt habe ich ihn perfekt dafür bekommen. Ah, das können wir beenden. Zack. Und dann haben wir noch ein Stückchen Stadt. Ja, ist leider hier unten so ein bisschen ein Flickenteppich noch geworden, ne? So, Party zu Ende. Ich habe viel länger aufgenommen als gedacht. Aber es war sehr schön. Viel weniger entspannt, als ich dachte. Aber wenn man wirklich nicht so drauf achtet, dann ist es echt schön. Ich würde mir wünschen, dass es vielleicht so einen Modus, so einen Endlosmodus gibt, wo man einfach für sich nur bauen kann, ohne dass man halt irgendwelche Punkte bekommt und dass man halt auch gar nicht unbedingt diesen Anreiz braucht, sondern einfach so seine hübsche kleine Stadt entwickeln kann. Ich finde, es sieht schon sehr niedlich aus. Es ist auf jeden Fall ein süßes kleines Game für nebenbei. Werde ich bestimmt häufiger nochmal spielen, so privat. Ich glaube nicht, dass ich dazu nochmal ein Let's Play mache, aber für mich auf jeden Fall. Im Kreativmodus, oh. Ich kann einfach weiterspielen. Leute, ich kann einfach weiterspielen. Den habe ich vorher noch nicht gehabt. Nein, das ist ja richtig toll. Oh, und da kann man wahrscheinlich auch gut üben. Okay, Leute, ich habe es rausgefunden. Super, wir können weiterspielen und einfach uns so daran erfreuen. Das ist ja richtig schön. Kreativmodus, Einstellungen. Hier kann man bestimmt auch noch Sachen einstellen. Ah, Häufigkeit, Häuser, Wald, Felder, Schienen, Wasser. Man kann wahrscheinlich sogar auch das komplett runtersetzen, dass man das gar nicht hat. Das habe ich auch freigeschaltet. Standard und Lavendel. Das heißt, wir haben jetzt beides. Ach, guck mal, wie toll. Jetzt kann ich euch das nochmal zeigen. Ja, süß. Pipette? Hm? Nee, sag nicht, ich kann einfach so ein Feld kopieren und das hier dran setzen. Das ist ja richtig schön.
Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich freue mich gerade voll. Also so werde ich auf jeden Fall noch weiter bauen. Das macht richtig Bock. Ah. Naja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte sehr viel Spaß an dem Spiel. Und überlegt mir jetzt mal, was ich als nächstes aufnehme. Und wenn ihr das seht, habe ich dann schon Urlaub? Wahrscheinlich noch nicht. Wahrscheinlich kommt das jetzt schon dieses Wochenende. Ja, ich muss ein bisschen vorarbeiten. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall gerne ein Däumchen da. Und falls ihr nichts mehr verpassen möchtet, könnt ihr mich gerne unten, kostenfrei abonnieren und das Glöckchen aktivieren. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich wieder ein neues Video hochgeladen habe. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.